Viele Kita-Kids aus der Stadt Hettstedt kamen am 6. Juli auf dem Sportplatz am Hölzchen. Der FC Hettstedt lud zum Fußball-Kindergartentag 2018 ein. Einzelheiten dazu verriet uns der Geschäftsführer des Vereins, Michael Tiesler. Heute hier auf unserem Sportplatz am Hölzchen findet heute der Kindergartentag statt. Er wird gesponsert von der Firma MTG hier aus Hettstedt. Und es sind erwartet zwischen 70 und 80 Kindern von insgesamt 6 Kitas der Stadt Hettstedt. Und es wird dann heute das DFB-Sportabzeichen abgelegt und natürlich auch der Wanderpokal neu vergeben. Ja, also es sind 3 Stationen, die direkt vom DFB mit vorgegeben sind. Da ist es natürlich, dreht sich alles um den Fußball. Da ist eine Station einmal Zielschießen. Da muss man eben das Können beweisen, ob man hochschießen kann, tiefschießen kann. Dann gegen eine Bande schießen, wo der Ball wieder zurückkommen muss, dass der Ball in einem bestimmten Feld drinnen liegen bleibt. Und dann darf man natürlich dann auch noch eine Hochbombe üben. Das heißt, aus der Hand wird geschossen und muss auch, der Ball muss in einem größeren Feld landen. Und dafür gibt es Punkte, die werden zusammengezählt. Und wenn man die nötige Punktzahl hat, hat man dann das DFB-Abzeichen erworben. Die Mitglieder des Hettstedter FC hatten dafür gesorgt, dass die Jüngsten auch eine Stärkung bekommen, wenn sie sich sportlich betätigen. So wurde unter anderem gesundes Obst aufgetischt. Im Großen und Ganzen ging es hauptsächlich um Spiel, Spaß bei der Sache und die Bewegung. Außerdem machte der Verein an diesem Tag Werbung für sich und sein Angebot der sinnvollen Freizeitgestaltung mit der Sportart Fußball. Denn neue Mitglieder sind jederzeit erwünscht. Take me to the clouds above. Take me to the